Hallo, ihr lieben Gartenfreunde. Also dieses Jahr macht das Wetter uns im Sommer es besonders hart mit unseren Pflanzen. Es geht mir so, es geht euch so und ich denke, es ist überall, wo vielleicht besser oder schlechter, aber im Grunde ist es überall dasselbe. Dieses Dach, was wir provisorisch in den Mai Tagen, wo es bei uns geschüttet hat, aufgebaut haben, das ist zum Dauerdach geworden. Das bleibt jetzt hier. Es ist natürlich nicht besonders stabil, weil es nur eine provisorische Maßnahme war, aber für dieses Jahr wird hoffentlich reichen. Meine Tomaten sehen bläulich aus. Ihr seht es auf der Kamera. Das ist Kupfersulfat, damit ich sie behandelt habe, damit ich überhaupt irgendeine Ernte dieses Jahr bekomme. Wie gesagt, zu diesem Thema jedem das Seine. Natürlich bin ich dafür, dass man Bio anbaut und selbstverständlich würde ich das auch machen. Nur hier geht es um viel mehr als nur leckere Tomaten zu essen. Ich habe dieses Jahr mir vorgenommen, es weniger zu machen als letztes Jahr. Ich habe mich auch dran gehalten. Ich habe dieses Jahr nur 93 Tomaten. Nur. Ich betone nur, weil ich letztes Jahr fast 170 hatte. Und aus diesem Grund habe ich da natürlich auch meine Sorgen, was das Thema angeht und Behandlung vorbeugend oder schon nicht mehr vorbeugend, sondern behandelt wegen Krankheitsbefall ist natürlich gerade ein großes Thema. Und ein anderes Thema diesbezüglich ist auch die Braunfäule, die jetzt schon im fortgeschrittenen Stadium ist. Wisst ihr, ich bin in vielen verschiedenen Tomatengruppen und natürlich tut es jedem weh, wenn er Tomaten entsorgen muss, Tomaten pflanzen. Ich bin auch jeden Tag, so wie ihr jetzt es auf der Kamera seht, so laufe ich jeden Tag durch meine Beete und schaue mir alles an, schaue mir genau alles an. Wie sehen die Pflanzen aus? Wie sehen die Blätter aus? Sieht man schon was an den Stielen? Es ist jetzt nicht so, dass ich was erwarte zu sehen, aber ich schaue mir das gründlich jeden Tag an, damit ich sofort handeln kann. Und ich bekomme immer wieder Bilder zugeschickt von meinen Bekannten, von Freunden, die in ganz Deutschland wohnen, leben, auch was anbauen, wie schwer es ihnen fällt. Oder sie zeigen mir sogar schon Bilder von Tomaten, die sehr stark betroffen sind, die einfach nicht mehr zu retten sind. Aus diesem Grund mache ich meine Rundgänge im Garten und schaue mir jeden Tag nach Möglichkeit natürlich meine Pflanzen an und gucke, wie sie aussehen. Natürlich wichtig ist unten. Das Wichtigste ist natürlich unten. Also diese Blätter, die ihr hier seht, die sehen alles andere als gut aus. Aber ich mache alles, was in meiner Macht steht. Man tut natürlich alles, was man kann, damit man die Tomaten so gut wie möglich durch den Sommer bringt, damit es überhaupt Früchte gibt. Blüten sind da und oh, es zeigt sich sogar die Sonne. Ja, heute ist so ein typischer Sommertag. Es hat heute schon dreimal geregnet. Es sind knappe 20 Grad heute auf der Höchstspitze. Aber ich denke, so ungefähr geht es uns allen, egal wo wir wohnen und in welchem Eckchen Deutschlands wir unsere Gärten haben. Wisst ihr, was ich euch heute noch sagen will? Ja, in den letzten Videos habt ihr mir geschrieben, ihr habt eine gewisse Traurigkeit gehört. Natürlich, es ist schwierig, dieses Jahr zu gärtnern. Es ist schwierig, einen Erfolg zu sehen, zu bekommen. Man kämpft regelrecht um die Pflanzen, um die gesunden Blätter. Wenn ich mir das angucke, dann erfreut mich das Herz. Es sieht gut aus, es ist ein schönes Grün. Das ist aber die Spitze der Tomate. Die Krankheit, wie wir wissen, kommt von unten. Die Blätter da unten sehen nicht gut aus. Aber das ist hoffentlich nicht die Braunfäule. Das ist vielleicht einfach nur ein altes Blatt, das weg muss. Und wisst ihr, an dieser Stelle möchte ich euch ganz herzlich danken. Ihr gebt mir so viel Kraft durch eure Kommentare. Und wenn mir mal die Puste ausgeht und ich mal eine große Pause mache, dann schreibt ihr mir nette Worte. Viele von euch sind schon länger dabei und ihr gebt mir einfach Mut und Kraft, weiterzumachen. Und ich möchte es euch auch zurückgeben an dieser Stelle. Oft lese ich, ich kann nicht mehr. Es macht keinen Spaß mehr zu gärtnern. Es regnet nur noch. Ich habe meine Pflanzen besprüht, aber jetzt hat es schon wieder geregnet. Ja, es ist sehr schwierig. Es ist für uns alle ein Drama dieses Jahr mit unseren Tomaten. Ich habe mir letztes Jahr geschworen, ich baue dieses Jahr weniger an. Ich habe mich dran gehalten. Wisst ihr, was ich dieses Jahr gesagt habe? Nach dem Mai, wo hier alles unter Wasser stand, ich werde nächstes Jahr nichts mehr im Freiland anbauen, nur in Gewächshäuser.
Ich hoffe, ich werde mich dran halten, vielleicht ein paar im Kübel, aber mehr wahrscheinlich nicht, weil es ist echt nicht einfach. Ich hätte nicht gedacht, dass 2 Jahre nacheinander so schlimm sein werden, wobei letztes Jahr war der Juni ja wunderschön. Aber alleine in einem Monat kann man ja keine Tomaten ernten, anbauen bzw. große Erfolge bekommen. Und der Rest der Sommer war auch sehr wechselhaft. Der Frühling hat total gefehlt, also zumindest bei uns hier. Der erste warme Tag war irgendwann Ende Mai. Aber lasst uns zusammenpacken, lasst es uns nochmal versuchen, lasst uns mit allen möglichen Mitteln, die uns zur Verfügung stehen, unsere Tomaten versuchen zu retten. Schaut, für das hier, für diese Bilder, für diese süßen, kleinen, bunten Tomaten, ich kann euch nicht sagen, welche Sorte das ist, aber ich sehe schon, das wird eine wunderschöne Tomate. Es sind sogar schon 2. Und dafür, wie die nachher schmecken, wie die unser Tisch schmücken, unsere Salate oder einfach mal so aufs Brot oder einfach, wie ich es mache, ich genauso im Garten arbeiten und esse einfach, was da ist, Gurken, Tomaten, Dill, alles mögliche Himbeere. Dafür kämpfen wir, auch wenn es blöd klingt, wenn ich sage, es ist ein Kampf, aber es ist wirklich ein Kampf. Und lasst uns mit allen Mitteln es versuchen, mit der Natronlösung, mit EM-Präparate, die vielleicht zur Verfügung stellen, uns zur Verfügung stehen, mit Pilzfrei, mit Schalmachtelkraut oder alles zusammengemischt und Knoblauchsud. Es gibt so viel, was wir machen können. Und natürlich immer wieder beobachten unsere Pflanzen, Geizlinge rausschneiden, Blätter wegmachen, einfach schauen, dass die Pflanze luftig wächst, dass hier es wirklich, dass die Luft hier durchdringen kann, dass hier der Wind weht. Das ist das Wichtigste bei allen Tomaten. Klar, wenn man die Braunfäule schon hat, dann ist der Wind eigentlich unser Feind, weil der verbreitet die Pilze der Braunfäule dann überall, über die ganzen Pflanzen. Aber alleine schon mit verschiedenen leichten Lösungen, wie eine Lauge oder so, Backpulver zum Beispiel, eine Lauge oder Natron, kann man es aufhalten durch seine basische Wirkung. Schafft Natron ein Stopp der Entwicklung der Krankheit zum Beispiel, weil das Basische hindert die Pilzentwicklung, ob es Braunfäule ist oder eine andere, weiterzugehen. Basisch wirkt so. Durch diese Wirkung verbreiten sich die Pilze nicht. Die werden quasi aufgehalten, gestoppt. Und alleine, wenn wir das nehmen, können wir schon damit profitieren. Und lasst uns mit diesen Mitteln einfach weitergehen. Untere Blätter abschneiden, so hoch es geht, so weit es geht. Ich mache das auch immer wieder. Ich kürze da unten das Grüne, so gut es geht. Ja, ganz kurz ist die Sonne da. Ich versuche auch alles und möchte euch einfach hiermit danken und den Mut schicken, Kraft weiterzumachen, uns da wirklich durchzukämpfen. Es ist eine gute Zeit vorhergesagt. Man hat uns den Sommer versprochen nächste Woche. Ich hoffe sehr, dass die recht haben und ja, es wird ja immer von knaller Hitze gesprochen. Es wäre mal schön, so eine Hitze zu haben, so 30 Grad. Das tut wirklich der Braunfäule nicht gut, aber unseren Tomaten umso besser. Und ich hoffe, dass es so kommt, dass es eintrifft und wir doch im Herbst darüber lachen können und darüber reden können, wie es schwer war und dabei leckere Tomaten essen. Ich wünsche es mir, ich wünsche es euch von ganzem Herzen und ich hoffe, dass es auch so zutrifft. Ich bedanke mich bei euch und eins kann ich noch sagen, jedes Mal, wenn ich sowas sehe, wie Bekannte von mir bis zu 10, 20, sogar 40 Tomatenpflanzen rausreißen und entsorgen, kann ich sagen, unser Schaden oder mein Schaden hält sich in Grenzen und das soll uns Kraft geben, weiterzumachen. Die haben ja auch nicht aufgehört. Liebe Grüße an dieser Stelle, wenn du weißt, wen ich meine. Und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank euch, Lieben.